Hallo Fans und Freunde der Vienna. Es ist Sommer, ist das nicht herrlich? Ja, nach einer kleinen, aber schöpferischen Pause geht es wieder los, meine Lieben. Und zwar stehen die ersten Matches an. Aber bevor diese Matches kommen, gibt es Testmatches. Und bevor die Testmatches kommen, ja, da kommt am 17. Juli der erste FC Union Berlin auf die hohe Warte. Freue ich mich schon sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch recht zahlreich bei diesem Match ab 19 Uhr. Ja, aber bevor es soweit ist, da ruft die Vienna zum Mithelfen, ein bisschen vorbereiten auf das große Ereignis. Und ja, da bin ich mal am Weg dorthin und schaue, wo ich mithelfen kann. Also, Carmen Vienna. Ah, ja, endlich auf der hohen Warte angekommen. Mal schauen, was wir hier ein bisschen mithelfen können und ein bisschen dokumentieren können, was die Vienna-Fans alles so für einen Verein machen, beziehungsweise für Mittwoch vorbereiten. Ja, wie euch aufgefallen sein wird, ein feines Zipjäckchen im Sportdesign von Carmen Vienna. Natürlich im Shop erhältlich, einfach E-Mail an mich und dann bekommt ihr auch so ein wunderbares Teil. Natürlich brauche ich auch noch eure Maße, eure Größe etc. Ja, herrlich wieder mal hier auf der Hohen Warte zu sein. Wetter ideal für ein ein bisschen mithelfen hier und ein bisschen schauen, was es so Neues gibt. Schon sehr gespannt auf Mittwoch, auf dieses tolle Freundschaftsmatch. So, naja, jetzt schauen wir mal, wo sind die Leute, beziehungsweise was kann ich helfen, was kann ich tun. Also, kommt's mit. Ja, liebe Vienna-Fans, geht schon ganz gut voran heute. Wetter ist ideal, nicht so heiß, bisschen Wind. Nur das Werkzeug lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Wäre nicht schlecht, wenn wir da Vienna vielleicht einmal ein bisschen Gartenwerkzeug spendieren würden. Ja, aber ein paar Fans sind gekommen und helfen mit. Der harte Kern ist immer dabei. Also, weiter geht's. Ja, liebe Vienna-Fans, wie ihr seht, ist noch das Garteln hier voll im Gange und ich kann nur sagen, es ist ordentlich anstrengend, ja. Hitze und auch das ganze Zeug hier wegbringen bei dem Temperatur nicht schwach, aber für eine schöne hohe Warte machen wir das gerne. Wahnsinn, es ist so heiß und es ist so unglaublich anstrengend, diese riesige hohe Warte herzurichten und das Gras zu mähen und das Gras einzubringen und das Heu und das, boah, irre. Gott sei Dank geht ein bisschen ein Wind, aber die Sonne kann es auch ganz schön. Naja, es ist Sommer, also ja, viel zu tun, um die hohe Warte sozusagen startfein zu machen und herzurichten, damit wir auch einen guten Eindruck zu machen werden am Mittwoch gegen den ersten FC Union Berlin. Ich würde sagen, wir werden die hohe Warte zu allem erklären, hier mal ein paar Schafe raufstellen, die den Job machen und hoffen, dass es noch nie wieder das Gras so hoch wird. Es sieht zwar immer recht romantisch aus, wenn sich die Gräser im Wind wiegen, aber irre, das herzurichten, meine Lieben. Irre viel zu tun und leider Gottes recht wenig Vienna-Fans gekommen und haben hier uns unterstützt. Ich hoffe, morgen am zweiten Tag werden einige mehr hierher kommen und uns ein bisschen helfen. Und bis dahin kann man Vienna. Ja, hallo liebe Vienna-Fans. Am zweiten Tag der Vorbereitung auf das große Freundschaftsjubiläums neue Saisoneröffnungsmatch gegen den ersten FC Union Berlin bin ich hier wieder auf der Hohen Warte, denn es gibt noch einiges zu tun und das, was ich gestern gemacht habe, war dann gleich mal eine Stunde lang geduscht und das ganze Gewand gewaschen, es war unglaublich staubig, weil ja, es war auch ordentlich heiß gestern, aber das hat sich ausgezahlt, denn unsere schöne Hohe Warte erstrahlt im neuen Glanze.
Mal schauen, was es heute noch so zu tun gibt. Roli hat uns ja ganz gut unterhalten, aber auch der hat dann gestern die Segel gestrichen. Ja, schaut schon mal sehr, sehr fein aus. Schaut mal, das Stadion. Ja, da spielt sich's morgen ab. Da ist morgen das ganz große Match. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich und würdigen gemeinsam diese viele Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Und ja, fühlt sich auch wieder gut an, auf der Hohen Warte zu sein. Ja, liebe Werner-Fans, es ist geschafft. Es waren zugegebenerweise zwei harte Arbeitstage, aber es hat sich voll ausgezahlt. Unser Stadion sieht top aus und danke an alle, die mitgeholfen haben, speziell an It Works. Die Jungs haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Dankeschön dafür und natürlich an die Werner-Fans, die da waren und sich hier eingebracht haben und ja, die Wiener damit so toll unterstützt haben, das Stadion für das Freundschaftsmatch gegen den ersten FC Union Berlin so toll herzurichten und natürlich auch für die kommenden Matches speziell in der Wiener Liga, die bald auf uns zukommen. Aber davor gibt es natürlich noch einige Freundschaftsspiele bzw. Testmatches und ich hoffe auch natürlich dort viele Wiener-Fans zu sehen. Und ja, ich würde natürlich schon aufgefallen sein, dass sich bei der Wiener einiges verändert. Und Veränderung, das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das kann auch sich weiterentwickeln und das sollte auch bei Kammern Wiener passieren. Auch da wird sich einiges ändern. Es werden einige Sachen dazukommen, es werden einige Sachen wegkommen. Und dazu brauche ich euch, meine Lieben. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Sagt mir Bescheid auf Facebook, Twitter, Instagram, eure Meinung, was euch gefällt, was euch weniger gefällt. Ganz egal, ich brauche eure Meinung. Und ich lade euch nochmal ein, recht herzlich, am 27. Juli, so nicht nur natürlich zu diesem ganz tollen Virtus-Kleinfeld-Turnier hier auf der Hohen Warte, auch natürlich zum Ausmalen des Stadions von den Wiener Supporters organisiert. Ich werde natürlich hier sein und ich freue mich auf Gespräche mit euch, ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zu tratschen und euch natürlich auch ein bisschen zu interviewen, denn eure Meinung, die ist mir wichtig und das hilft natürlich auch dem Verein, wenn man weiß, was ihr braucht, vielleicht auch eine gute Idee, wie man den Verein vielleicht ein bisschen weiterbringen könnte, medial, aber auch natürlich neue Fans zu diesem super tollen Verein zu bringen, der wirklich so familiär ist, so fair und einfach friedlich und dieses Fandom, dieses Wiener Fandom, diese Wiener Family, ja, da sollten wir einfach jeden erzählen und umso mehr Leute kommen, umso mehr Spaß gibt es da und ja, ich hoffe, wir sehen uns natürlich recht zahlreich bei den kommenden Matches und ich hoffe auf ein tolles Match gegen den ersten FC Union Berlin, aber ganz egal, es wird ein riesentolles Fest werden, natürlich auch am 22. August zum 125. Geburtstag unserer Wiener und am 24. August, habe ich erfahren, gibt es einen Family Day hier auf der Hohen Warte mit viel Spielspannung, also ja, viel los heuer in diesem Sommer, ein blau-gelber Sommer kann man schon sagen, tja, nicht jeder Verein wird 125 Jahre und wenn es einer wird, dann der erste Verein, nämlich der First Vienna Football Club 1894, unsere Vienna und das sollten wir gebührend feiern und unsere Vienna natürlich auch toll unterstützen und ja, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den Matches. Ich hoffe auf ein Like, wenn euch die Videos gefallen, abonniert den Kanal, Glocke drücken und natürlich auch an Likes, schaut auch auf den Facebook und Instagram Seiten vorbei und ja, bis zu den nächsten Matches, Kammern Vienna.